Probleme. Ja, die Brölls, die sind bekannt dafür, immer wieder Neuerungen in die Szene einzubringen. Und wenn sie etwas gefunden haben, was ihren Ehrgeiz weckt, dann beißen sie sich daran fest und arbeiten so lange, bis das perfekt funktioniert. Vor Jahren war es der Nachbrenner, der jetzt in der Lobby eingebaut ist. Und jetzt das Neueste, was in der Entwicklung steht, ist eine Rosette für den Nachbrenner, um hinten den Schub, das Schubrohr verengen zu können oder weiten zu können und auf die Art und Weise auch ja, mehr aus dem Nachbrenner-Effekt an Wirkung hervorzuholen. Das haben sie schon mal als Demonstrationsmodell mitgebracht, allerdings haben wir es noch nicht laufen lassen, sondern nur mechanisch begutachten. So, jetzt der Steigflug mit eingeschaltetem Nachbrenner. Ja, und eingebaut haben sie den Nachbrenner in den Nachbau der Lavi des israelischen Kampfflugzeugs, das allerdings nicht zur Serienreife weiterentwickelt wurde und im Prototypstadium verblieben ist. Aber das Modell ist, wie mir scheint, ausgereift. Das ist auch eine Konstruktion von dem Andreas Dehn, der bekannt ist für ausgereifte, gut fliegende Konstruktionen. Das Fahrwerk ist draußen. Die Landung kündigt sich an. Und der nächste kann schon anlassen. Geben wir nochmal Zwischenschub in der Mitwindkurve und der Endanflug zur Landung. Nase nach oben, wunderbar hingesetzt, habt ihr gut gemacht. Danke für die Demonstration des Nachbrenners.